So. Hi, da wären wir auch schon wieder. Und wie ihr seht, wir sind in einem etwas anderen Ort gelandet im letzten Part, als man es vielleicht am Anfang erwarten würde. Am Anfang haben wir nämlich nach der Heimat der Mokri gesucht, die wir auch nach einiger Zeit tatsächlich gefunden haben. Die Mokris waren am Anfang eigentlich eher scheu, bis wir uns als einer von ihnen verkleidet haben und denen den Weg gerettet haben. Er hat uns geholfen und hat tatsächlich Lille Bescheid gesagt, Gallos Enkelin, die uns dann mit dem Winddrachen abgeholt hat. Der hat sich dabei allerdings mit seinen Wunden aus dem Kampf gegen Äxte zu sehr verausgabt und ist in einem medizinisch eher kritischen Zustand, weswegen wir jetzt vorhaben, in das Winddrachental aufzubrechen, früher oder später. Erstmal erkunden wir das Schloss hier, nämlich Gallups Schloss, Schloss Baal. Erkunden wir erstmal ausgiebig, weil wir nicht wissen, ob wir nachher noch die Zeit haben, ob wir wieder hier reinkommen. Und gerade im Keller von diesem Schloss soll es einige Mysterien geben. Oh, oder auch nicht. Well, dann brechen wir anscheinend direkt auf. Wenn wir dort nicht hinein können, weil, ist halt ein bisschen blöd, aber das ist dann eben so. Ich frage mich nur gerade, wieso man hier im Hintergrund so ganz prominenten Schalter sieht. Kommt man da vielleicht von der anderen Seite, kann man den Schalter aktivieren? Ja, wie gesagt, das Spiel hat an sich recht deutlich gemacht, dass wenn man hier rausgeht, dass man so schnell nicht wieder reinkommt. Hey, ihr könnt da nicht rein. Hey, ihr könnt da nicht rein. Okay. Wenn es so ist, dann halt eben nicht. Mensch. Was ist das hier für ein komisches Schloss? Sie wollen Geld von ihrem König, dass er hier übernachtet. Einerseits. Und dann können wir nicht mal in unseren eigenen Waffenladen rein. Da muss Galof einiges nachjustieren. Öffnet die Tore. Aber ja, diese Konversation kennen wir schon aus dem letzten Part. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Yes, das sind wir. Also auf nach draußen oder so. Na gut, dann wollen wir mal. Gut, nun schließt die Tore und versiegelt sie. Lasst niemanden hinein, unter keinen Umständen. Wie ihr wünscht. Seid vorsichtig, Eure Majestät. Natürlich werde ich das sein. Oh, hat ja nicht lange gedauert, bis Ex-Dev-Schergen hier auftauchen. Macht euch bereit, es geht los. Yay, Spaß. Abduktor. Gucken wir erstmal, wie sehr der einen wunderschönen Tanz hier verträgt. Aber erstmal analysieren wir den Guten. Wir analysieren auch mal den Guten, weil warum nicht? Mhm. Oh ja, der kann ja gar nicht so viel. Webezustand. Rüsten wir uns erstmal den Dunkelbogen aus und feuern einmal schön mitten ins Auge. Sehr schön, Fares. So wollen wir das sehen. Verführerischer Tango. Wen soll er jetzt angreifen? Sich selbst? Okay, das war Nummer Uno, aber... Ah, ne. Ich habe mich halt gewundert, weil da drei Gegner angezeigt wurden. Ich glaube, ich wechsle dann auch tatsächlich mal den Spielstand hier und lasse einen Safe noch in Schloss Baal. Was ist hier unten eigentlich? Wow. Nichts. Cornago. Ja, wie immer, Galuf hat Bock aufzutreschen. So, Stufe 31. 1000 Leben, anfällig für Eis. Ja, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Das finde ich relativ eis gerade. Das Gute ist, bei der Beschwörung habe ich immer genug Zeit, mit Fares die Waffe zu wechseln. Das ist so ein ganz netter Nebeneffekt an der Stelle. Okay. Weil das ist halt immer ein bisschen blöd mit den Elementarwaffen, dass man die dann ein bisschen hin und her
wechselt, aber hey, das, dann ist es halt so. Och, der Gegner hat anscheinend auch keinen Bock auf Elektro und Gallumph hat keinen Bock auf den Gegner. Apparently. Aber warte, das hier wird dann wohl das Dorf der Werwölfe sein, das angesprochene. Das Tor zum Windrahental liegt im Norden der Stadt. Das ist leicht zu finden. Die Frage ist allerdings, ob es auch offen ist. Gucken wir erstmal, welche verschlossen. Verschlossen. Alle so verschlossen hier. Bist du auch zu? Ja, du bist auch zu. Hier können wir rein. Okay. In Helgers Haus. Halt, bis hierhin und nicht weiter. Okay. Wenn ihr einen Kampf wollt, dann sollt ihr einen Wart's immer ruhig mit den jungen Schokobos, das sind unsere Verbündeten. Wenn unsere Verbündeten schon ihre Waffen auf uns richten, was sollen dann erst unsere Feinde tun? Oh, Gallumph. Helga. Ganz schön lange her, nicht wahr? Kann man wohl sagen. Helga, hier ist einer der vier Krieger der Morgendämmerung. Hat mit ihnen zusammen vor 30 Jahren gegen Exdeath gekämpft? Wer sind diese Leute? Der Gallumph. Ich habe noch keine richtige Stimme von ihm. Merkt man vielleicht. Sie kommen aus der Welt, in die wir Exdeath verbannt haben. Freunde von Exdeath? Erwarten Sie. Was sind also die verdammten Wahnsinnigen, die Kristalle zerstört haben und Exdeath aus seiner Verbannung befreit haben? Und du hast sie hierher geführt? Nein, du verstehst das alles falsch. Hör zu. Zur Seite, Gallumph. Bart, oder wie auch immer du bist, ich fordere dich zum Kampf heraus, hm? Helga, gleich wird sich zeigen, ob du einer von Exdeath-Schergen bist. Zeig dein wahres Gesicht. What? Nein, bleib zurück, ich muss das alleine regeln. Okay. Hm? Oh, mal sehen, wie du mit meiner Wolfsattacke zurechtkommst. What the hell? Das ist, slightly menacing, okay. Hab ich sie. Bart, du sollst ihn doch nicht verletzen. Ein bisschen übermütig. Was nun? Tut mir leid, Kelga. Verdammt, Kelga, musst du es immer übertreiben? Du bist doch wirklich zu alt für so einen Unsinn. Ich bin durchaus beeindruckt. Wolfsattacke zu entkommen, das will schon was heißen. Das ist eben ein Trick, den ich von meinem Vater gelernt habe. Von deinem Vater. Wie war sein Name? Dorgan. Was ist? Warum schaut ihr auf einmal so? Nein, das kann doch nicht sein. Dorgans Sohn. Ja, der Name meines Vaters war Dorgan und ich bin sein Sohn. Also was soll das jetzt? Ich muss schon sagen, die Welten sind klein, was? Arzt, dein Vater hat mit Käger, Caesar Zugate und mir eins gegen Exdeath gekämpft. Dorgan war einer der vier Krieger der Morgendämmerung. Moment mal. Ah, warte, falsche Stimme. Moment mal, mein Vater stammt aus dieser Welt? Richtig. Wir sind Exdeath in deine Welt gefolgt und dann... Ist dieser Kerl unsterblich? Wie viel steckt er noch ein? Selbst wenn wir ihn niederstrecken, wird das nicht von Dauer sein. Wir müssen ihn hier verbannen.
Ja, ein Siegel, das ihn hier für alle Zeit einschließt, ist die einzige Option. Was? Ihn hier einschließen? Wir können einen Dämon aus unserer Welt nicht einfach in einer anderen zurücklassen. Haben wir denn eine andere Wahl? Augen auf, Freunde, er kommt wieder zu sich. Verdammt! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Er muss jetzt gebannt werden. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Dorgan, um mit der Kraft der Kristalle, die sich hier bündelt, ein Siegel zu errichten, müssen unsere Herzen geeint sein. Stehst du uns bei? Dorgan! Sehr widerwillig von dem guten Dorgan. Interessant. Den Twist habe ich wirklich nicht kommen gesehen, um ehrlich zu sein. Barts Vater. Einer der vier Krieger. Du bist sicher, dass du bleiben willst? Meine Entscheidung steht fest. Aber warum? Gute und sichere Heimreise euch. Bei Dorgan. Oh. Dorgan blieb in deiner Welt, um ein Auge auf das Siegel zu haben, das Exef einschloss. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Wie geht's dem alten Auding überhaupt? Vor 3 Jahren wurde er sehr, sehr krank und... Verzeih, mein Beileid. Und von Dorgan, um was du mich auch bittest, es sei dir gewährt. Du musst nur einen Wunsch aussprechen. Lass das Nordtor vor einem der Dorfbewohner aufschließen. Okay, das war eine Entwicklung, I guess. Das habe ich wirklich nicht kommen gesehen, aber... Ja gut, jetzt im Nachhinein ergibt es halt durchaus Sinn. Lord Kelga ist sehr, sehr krank. Da er sich vorhin so überanstrengt hat, macht die Sache nicht besser. Also werden alle 2 Helden von früher, die sehr krank sind. Frosch, ein Frosch. What? Hätte so gerne ein Frosch. Ja gut, das kann man arrangieren, habe ich gehört. Also wenn wir da kurz mal was ändern. Weil Frosch war ja, soweit ich weiß, Schwarzmagie, ne? Ich bin doch ein Frosch. Mensch, Mensch. Da tun wir dir noch extra den Gefallen und was bringt es uns? Gar nichts. Das ist unschön. So, was habt ihr denn hier Schönes? Blinkschutzmedika. Fast so, als hätten sie hier dasselbe wie im Schloss Baal. Oh, warte, sie haben dasselbe wie dort. Kommt das nur? Oder das Gleiche, ich kenne dann den Unterschied nicht so genau. Dürrenbann-Kraftschäfer. Hätte ich mal ein bisschen Geld hierfür aufgespart. Okay, warte, wir können... Bares ein grünes Barett aufsetzen. Wieso haben wir das dann nicht getan? Das hier werden dann wohl die Waffen sein. Oh, der Jagdbogen wäre so gut.
Also der Jagdbogen, der wäre super. Ich guck mal, was wir verkaufen können. Vielleicht irgendeine schwächere Waffe oder Ausrüstung, von der wir zwei haben. Ja, zum Beispiel ein Frostbogen kann weg. Zwei Vollmondklingen brauchen wir auch nicht. Zwei Diamantglocken auch nicht. Schuriken können wir mal noch behalten. Zwei Lederhüte, weg damit. Zwei Seidenroben brauchen wir nicht. Zwei Mithril-Handschuhe genauso wenig. Elfenmantel behalten wir mal noch. Goldrüstung. Zwei. Ja gut, eine ist noch ausgerüstet. Da behalte ich vielleicht noch einen. Aber das kann, hier kann ich eins loswerden. Hier kann ich eins loswerden. Hier kann ich eins loswerden. So haben wir zumindest mal genug für den Jagdbogen. Ich meine, es ist besser als nichts. Oh, okay, ja, das ist sehr starker. Ein sehr schönes Damage-Upgrade. Gefällt mir. Und hier haben wir alles. Okay. Können wir hier, wenn wir das nächste Mal da sind, schon ein bisschen Geld noch ausgeben. Einmal für die Giftroute. Für das Kodashi. Und noch für irgendeine Rüstung war ja auch noch. Ne, nicht bei dem Kollegen, sondern bei dem Kollegen. Ach ja, hier, das Stöhnband für zwei Leute und die Kraftschäfe für ein paar Leute. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, was unsere nächsten Einkäufe so sein werden. Habt ihr hier irgendwas Interessantes? Naja, nichts, was es im Schloss nicht auch gab, ne? Setzt euch! Ich habe euch nur die besten Spezialitäten von Quelp zubereitet. Es müsste der Ort Quelp jetzt auch noch sich schön anhören, aber das tut er ja nicht. Mäh. So eine bessere Impression von der Ziege bekommt ihr nicht. Bis zum heutigen Tag weiß niemand, warum die Winddrachen ausgestorben sind. Wieso rennt ihr hier eigentlich im Kreis? Dinga donga dudelu und shinge de... Keine Ahnung. In dieser Zeremonie beten wir für eine sichere Rückkehr. Ah ja. Ja, kann dann auch einer der Bewohner mal das Nordtor aufmachen? Wäre ganz nett. Ich wünschte, ich könnte an eurer Seite kämpfen. Nee, du, mein Lieber, ruhst dich mal jetzt aus. Was sagt eigentlich die Welt, Kai, dazu? Gibt es hier Items zu finden? Nein. Okay. Gut, dass das schon mal geklärt wäre. Ah. Man musste einfach nur mit genug Schwung auf das Tor zu rennen, anscheinend. Yay, I guess. Und hier oben geht's dann zum Tal der... Ist das hier das Winddrachental? Ja, ist es, okay. Aber was ist dann hier rechts? Auf jeden Fall Gegner. War keine kleine Truppe. Ja, stimmt, wir haben ja... Machen wir mal Bio drauf. Hat im letzten Part ganz gut funktioniert, also warum jetzt nicht auch? Man merkt schon, dass unsere neue Ausrüstung durchaus schon Unterschied macht bei den Gegnern hier. Erledigen wir den Kollegen mal. Oder auch nicht. Mal gucken, ob der Tanz da ein bisschen mehr macht. Jitterbug ist gut, weil es Leben zieht. Yes. Okay, Garlof. Garlof übertreibt halt wieder vollkommen. Es ist Garlof. Berserker Garlof. Wir wissen mittlerweile, wie das aussieht. Augentropfen und Heldencocktail. Wisst ihr, diese ganzen Alchemie-Zutaten zwischendrin zu bekommen? Das verlockt irgendwie schon danach, jemanden ein bisschen Alchemie zu skillen. Not gonna lie.
Blitz darauf an, die Frösche. Das war gegen die Frösche doch effektiv, wenn ich richtig im Kopf hatte. Nope, absolut nicht. Okay. Dann habe ich mir wohl falsch gemerkt. Passiert, I guess. Ja, komm. Paris. Meine Liebe. Das kannst du besser. Krötengesang. Well, das ist jetzt blöd. Warte, Schwarzmagie, Frosch auf Paris. Und jetzt treff mal bitte. Danke. Anstrengend hier. Ganz schön anstrengend hier. Ich glaube, ich werde aber mich noch einmal hier in der Stadt ausruhen, bevor es zum Windkrachental geht. Das heißt, wir können jetzt auch hier einiges rausfeuern. Das actually macht man gerne, nimmt man gerne mit. Also, ja, machen wir das auch mal. So, dann greifst du den Cornago an. Was irgendwie auch ein weirder Name ist, aber. Die Gegner rennen gerne weg, kann das sein? Und der eine Gegner, den wir da gerade bekämpft haben, ist wie mein Humor ein ganz schön verderbter. Ja, irgendwie konnte ich mir das Kommentar gerade nicht verkneifen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr so einen verdorbenen Humor habe. Aber naja. 60 Gil. Ich muss sagen, das ist halt im Vergleich zu dem, was man bekommt, immer noch, ich würde sagen, sehr preiswert im Gegensatz zu anderen JRPGs, gerade so klassischen, wo man dann teilweise wirklich da sitzt und sich denkt, okay, ich soll also die Hälfte von dem, was eine Waffe kostet, dafür ausgeben, einmal hier zu übernachten. Okay. Das ist eine Entscheidung, I guess. Und man muss halt sagen, die paar Gil machen an dem Punkt des Spiels, wo wir sind, ehrlich gesagt, keinen Unterschied mehr. Ich meine, man muss sich irgendwie schon gezielt darauf anlegen, gefühlt keine 60 Gil oder so zu haben. Also, ja. Ist ja alles keine große Sache. So, an der Stelle werden wir jetzt aber, denke ich mal, den Part beenden, weil Windrachental ist ein mehr oder weniger ein Dungeon. Und das könnte eine längere Geschichte werden. Und wenn ich mir angucke, dass wir schon über 20 Minuten im Part sind, denke ich mir, an der Stelle wäre es ganz passend, den hier zu beenden. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst gerne Abo, Kommentar oder ein Like da. Irgendwas davon, immer gerne gesehen. Und ja, bis dann. Ciao.